bei alle, ja, ich alle respektiere, wer ist hier. An dieser Stelle auch Riesenrespekt an Erik. 19 Jahre lang, unglaubliches Talent. Ich habe auch gesagt, also egal wie das Ergebnis ist. Ich bin erst 19 Jahre, ich werde zurückkommen, stärker auf jeden Fall. Guter Schläger, Alter. Wo ist Uçar? Uçar, wo bist du? Hey, wo bist du, Uçar? Komm in Cage, ich will mit dir reden. Leute, alle Leute wollten diese. Komm, Alter. Eduard, da ist deine Kamera. Also gratuliere, was für ein Fight, ich glaube. Du bist der Gewinner, aber ich glaube, wir alle da draußen sind auch Gewinner nach diesem Duell. Wie hast du es erlebt? Schwierig. Aber hey, bei mir diese zwei Monate, ja, wann ich habe mit Uçar gekämpft. Und dann sofort in Gym, ja, Training, voll verletzt. Seit diesem Kampf, ja, 10 Tage, ich habe Cut gekommen. Trotz Pause, ja, gar nichts bereit. Aber ich habe gemacht diesen Kampf, ja. Vielen Dank bei allen, ja. Ich alle respektiere, wer ist hier, wer ist mir Unterstützung gegeben, ja. Alle Respekt, Leute. Ich liebe dich euch. Vielen, vielen Dank. Danke. Den Applaus hast du dir absolut verdient. Man hört dir die Zuschauer auf jeden Fall begeistert nach diesem Duell. Peter Sobotta will ich auch gleich nochmal fragen. UFC-Legende hier aus Deutschland. Wie hast du es gesehen, erstens, und wie ging es deinem Herzen? Ja, also es war auf jeden Fall eine enge Kiste. An dieser Stelle auch Riesenrespekt an Erik. 19 Jahre lang, unglaubliches Talent. Ich habe auch gesagt, also egal wie das Ergebnis ist, er soll auf jeden Fall dabei bleiben. Für mich eines der heißesten Talente aus dem deutschsprachigen Raum. Also Respekt an den Gegner, Mann. Guter ja. Kampf. Voller Respekt, Erik. Erik, vielen Dank. Ich will dir geben kann. Erik, ganz kurz ein paar Worte dazu. Wie hast du dieses Duell in Anführungsstrichen genossen? Ich weiß, es war schwer, aber ihr habt es gehört, die Zuschauer waren hellauf begeistert. Ja, ich weiß, was ich sagen soll. Ich bin erst 19 Jahre. Ich werde zurückkommen, stärker auf jeden Fall. Ich habe noch viel vor mir hier. Also davon wollen wir definitiv gerne mehr sehen. Mach dich fit und wir freuen uns auf das nächste Duell. Vielen Dank, Erik. Ich danke euch. Schönen Tag allen noch. So, also nochmal kurz zu dir. Lass uns vielleicht den Kampf so minimal zusammenfassen. In der ersten Runde hat man schon gesehen, da gab es einen brutalen Knockdown. Wie hast du ihn erlebt? Warst du hart angeschlagen? Nee, im Training, ja. Aber ja, ein guter Schläger, Alter. Wie letztes Mal mit Uçar. Wo ist Uçar? Uçar, wo bist du? Hey, wo bist du, Uçar? Uçar, ich hab vergessen. Wo bist du? Komm in Cage. Ich will mit dir reden. Alter, ich hab dir doch verloren, ja, aber Herz gar nichts verloren. Und ich will mit dir reden jetzt. Ohne jetzt diese zwei Monate bei mir so starke. Ich hab 5 Kämpfe gemacht, ja. 5 Kämpfe. 4 verletzt. Kopf so gewesen. Ich hab richtig so 2 Monate richtig starke. Und jetzt, ich will mir die Revanche machen, Alter. Leute, alle Leute wollten diese. Komm, Alter. Okay, ich fasse vielleicht ganz kurz zusammen. Çağrı Uçar, das ist das Duell, das du jedenfalls auf Papier verloren hast. Laut dir wurde es viel zu früh abgebrochen. Seitdem möchtest du einen Rückkampf. Çağrı Uçar haben wir heute hier auf jeden Fall gesehen. Bin mir nicht sicher, ob er noch vor Ort ist. Aber ich denke, das wäre definitiv eine interessante Sache. Spätestens jetzt, seitdem du eben das Fight House für dich gewonnen hast. Lass uns ganz kurz vielleicht nochmal über das Fight House sprechen. Wie war das Erlebnis? Hast du es genossen? War es schwer oder war es eher Spaß für dich? Ja, starke. Starke und schwierig. Das war's, ja. Ich habe alles jetzt gemacht und ich will Revanche machen mit Çağrı. Aber jetzt ich mache 2-3 Monate ja, Pause. Hast du die verdient, ja? Ja, reicht alles diese. Vielen Dank, Leute. Ich liebe dich heute. Ciao, ciao. Eduard Evdokimov, meine Damen und Herren, 20.000 € reicher mit dem GMC-Vertrag. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen.